Neumann mit dem Ball 9,60. Ja. Gut. Gute Wertung. Mhm. Da bleibt sie im Vorderfeld. Hänger mit der Musik. Jo, wen hat es dieses Mal getroffen? Christina Radonjic aus Jugoslawien. Kommt ein bisschen oft vor jetzt. Im ersten Durchgang war alles okay. Manchmal liegt es auch an den Musiken, dass sie sehr schlecht aufgenommen sind am Anfang und die brauchen ihren Anfangston. Sonst wissen sie nicht, wann sie einsetzen sollen. Kann das damit zusammenhängen, dass wir sie aus der Organisation weggeholt haben? Nein, ich hatte nichts mit der Musik zu tun. Haben Sie denn heute überhaupt noch engen Kontakt mit der rhythmischen Sportgymnastik? Sie haben ja Medizin studiert. Im Badischen Turnerbund, aber nicht mehr national. Ja. Sie haben Medizin studiert und arbeiten jetzt, aber nicht als praktische Ärztin? Oder? Ich arbeite in der Forschung. Mhm. Und ab und zu schmeißen Sie noch ein bisschen die Geräte durch die Gegend? Ja, also fürs Training reicht es noch. Gut, Christina Radonjic aus Jugoslawien. Kommt aus Belgrad, war auch natürlich bei den Weltmeisterschaften in ihrem Heimatland im letzten Jahr dabei, aber nicht unter den Ersten. Die beste jugoslawische Gymnastin, Milina Reljin, ist wohl zurückgetreten. Ja, ich nehme es an, die war sehr lange dabei und hat ja dann auch sehr schöne Plätze belegt, immer im Vorfeld mit dabei. Immer unter den ersten 10 im Vierkampf bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und auch, wenn ich mich recht erinnere, in Seoul bei den Olympischen Spielen, ja. Die Christina trainiert viel in Bulgarien, habe ich so den Eindruck. Sie ist auch viel mit bulgarischen Gymnastinnen zusammen gewesen und die Übung hat auch sehr ähnliche Elemente. Eine Wertung, Wodak Pohl mit dem Band 9,60.